Michael Jakob. Ich wache auf. Das ganze Bett ist voll Blut. Kacke, wo bin ich hier? Es ist mein Bett. Mist, wo kommt denn das Blut her? Ich suche meinen Körper ab. Es kommt aus meinen Handflächen. Oh je, es ist mein Blut. Ich versuche angestrengt nachzudenken. Da mich das so sehr anstrengt, höre ich auf, selbst nachzudenken und frage jemanden, der allwissend ist, den Herrn Google. Stelle die Suchanfrage blutende Handflächen und erhalte folgende Antworten. Erstens, du wolltest eine Stechmücke an der Wand erschlagen, die Stechmücke war noch ein herausragender Nagel. Zweitens, du bist ein Emo und hast an der falschen Körperstelle geritzt. Die Pulsader befindet sich unterhalb des Handgelenks. Unterhalb, versuch es bitte noch einmal. Augenhöhe. Drittens, du bist Jesus. Scheiße, ich bin Jesus. Auf den Schock lasse ich mir erst einmal ein Bad ein. Will mich in die Wanne legen, bleibe jedoch auf der Wasseroberfläche liegen. Kacke, nie wieder baden. Da habe ich erst vor kurzem Urlaub am Meer gebucht. Wollte doch tauchen lernen. Und schnorcheln. Rufe meine Freundin an und erzähle ihr, dass ich Jesus bin. Du spinnst! Schimpft sie. Ruf wieder an! Maria Magdalena. Will mit einem guten Freund über die Sache reden. Rufe Lukas, Matthäus, Markus, Johannes und Biff an. Die haben aber alle keine Zeit, müssen bis Montag ihr Evangelium abgeben. Will mir neue Freunde suchen, erstelle ein Facebook-Profil und Tatsache, nach kurzer Zeit habe ich genau ein Dutzend Freunde. Stelle fest, dass ich der Älteste bin, die 12 sind alle jünger. Nicht gut. Wir treffen uns dann auch real und randalieren ein bisschen in der Kirche, indem wir die Postkartenverkaufsstände umwerfen und scheiß Kommerz rufen. Haben riesen Spaß zusammen, auch wenn ich manchmal das Gefühl habe, dass sie bloß meine Freunde sind, weil ich Wasser zu Wein machen kann. Verbringe dann auch ein paar Wunder. Eine Blinde kommt zu mir, ich lege die Hand auf. Puff, sie kann wieder sehen. Eine Stumme kommt zu mir. Sie kann wieder reden. Ihr Mann steht kurz nach Beschwerdebrief, warum ich so grausam sei. Wolfgang Schäuble kommt zu mir. Poff! Hat einen Satz neue Rollstuhlreifen. So viel Gutes will ich dem Mistkerl doch nicht tun. Auf zur Krisensitzung in den Vatikan bestellt, weil ich ungenehmigte Wunder vollbringe. Lieber Jesus, wir haben 2000 Jahre gebraucht, um zu dem zu werden, was wir sind. Mach es nicht kaputt, sagt Papst Benedikt. Poff! Ihm wächst ein Gehirn und er schafft noch am selben Tag das Zölibat ab und sagt, dass Kondome in Ausnahmefällen vielleicht doch irgendwie erlaubt sein. Mich nach der Krisensitzung mit Judas. Er fragt, ob ich ihm ein wenig Geld leihen könne. Er will sich unbedingt so ein iPhone kaufen. Sag ihm, dass Geldverleihen unmoralisch sei. Er entgegnet mir, dass er unbedingt eins haben müsse. Dafür würde er sogar seine Freunde verraten. Halte das für eine Redewendung. Beschließe, ihn aber im Auge zu behalten. Denke bald nicht mehr an Judas, weil ich meinen Geburtstag vorbereiten muss. Die Feier wird wieder der totale Flop. Alle sind bei ihren Familien, sogar meine Freundin. Man ist das doof, genau an Weihnachten Geburtstag zu haben. Fühle mich alleine, gehe ein bisschen Schlittschuh laufen. Leute gucken komisch, da Wasser nicht gefroren ist. Laufe kurz nach dem Jahreswechsel Judas über den Weg. Der sieht mich gar nicht, weil er dauernd an seinem neuen iPhone rumspielt. Scheiß Dinger, denke ich. Diese Technik bringt mich noch irgendwann ins Grab. Wie recht ich damit habe, erfahre ich am nächsten Tag. Werde gekreuzigt. Egal, kann ja wieder auferstehen. Habe keinen Bock, 3 Tage rumzuhängen und stehe schon am 2. Tag auf.
komme nach Hause. Maria Magdalena poppt mit Judas auf dem Küchentisch. Judas! Sagt sie erschrocken. Wolltest du nicht erst morgen auferstehen? Sage, dass es auch meine Wohnung sei und ich auferstehen könnte, wann ich will. Hau Judas kräftig auf die Fresse. Sage ihm, in den letzten Tagen sei ihm genagelt worden. Und er soll sich zum Teufel scheren. Mache mit Maria Schluss. Sieh heute rum. Ich hätte ihr nie das Gefühl gegeben, dass ich sie begehre. Entgegne, dass sie mir nie das Gefühl gegeben hätte, begehrt werden zu wollen. Es folgt eine zweistündige Frau-Mann-Diskussion, die wohl besser Mario Barth zusammenfassen sollte. Wäre ein abendfüllendes Programm mit nur einer Pointe. Also genauso wie seine bisherigen Programme. Jedenfalls beende ich die Diskussion im Türrahmen stehend und zum Abgang bereit mit den Worten: Wisst ihr, was euer aller Problem ist? Dass ihr mich nie als Menschen seht. Jetzt wäre auch angebracht. Oh. Danke. In diesem Moment kommt Josef, mein Stiefpapa, volltrunken und wütend brand vorbei. Er schlägt mir ohne Vorwarnung eine Flasche Wodka über den Kopf und murmelt dabei irgendetwas von Scheißkuckuckskind. Durch den Schlag sterbe ich endgültig und mache mich auf Himmelfahrt. Stelle mich auf eine sehr lange Diskussion mit Papst ein und bin gespannt, wie der Vatikan den Schulkindern erklärt, dass das Kruzifix im Klassenzimmer nun durch eine Flasche Wodka Gorbatschow ausgetauscht werden muss. Vielen Dank.